Hallöchen, Leute, wir heißen euch willkommen zu dem sagenhaften, legendären, so lange ersehnten, keiner hat drauf gewartet, One-on-One von Shovel Knight. Wer sind wir? Wir sind, oh Gott, Name eingeben, okay. Wir sind ich, meine bescheidene Wenigkeit und der, haltet euch fest, das ist ein echter Promi, das ist der Wolle Wizard LP. Alter, das bin ich, hallo. Kennst du das Gefühl, wenn du auf einmal mit deinem Jugendidol redest, mit ihm zusammen Shovel Knight spielst? Du solltest es kennen. Tatsächlich kenne ich so eine Art. Ja, ein bisschen kenne ich sowas. Ja. Ist echt unangenehm. Ja. Ist auch. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich will dich ja nicht beleidigen, sonst magst du mich am Ende nicht mehr. Es wäre nicht schön. Aber warte mal. Wir müssen, glaube ich, jetzt kurz was erklären. Liebe Leute, falls irgendjemand unter euch ist, der neu auf dem Kanal ist, wir spielen Shovel Knight gegeneinander. Das bedeutet, wir racen durch das Spiel und wer als erstes am Ende ist, der dann gewonnen ist, voll super. Und der Verlierer, der Wollo, der hat dann ein Problem. Denn der muss dann eine kleine Bestrafung machen. Zum Thema Scheiße. Bestrafung. Haben wir eine Idee zur Bestrafung? Noch nicht. Genau. Könnt ihr was vorschlagen? Das ist Shovel Knight. Vielleicht irgendwas mit Schaufeln. Ich wäre ja dafür, dass der Gewinner den Verlierer ganz hart mit der Schaufel schlagen darf. Das wäre nicht so einfach, Leute. Ja, und wenn er zu fest zuhaut, dann kann das auch wieder schnell eskalieren. Ey. Dann wäre ich ein wahrer Shovel Knight. Oh, wäre das super. Ey, man lass darf mich wohl nur mit der Schaufel hauen. Mock darf man einfach keine Spiele geben, die irgendwie, ne... Das ist genau das, warum Spiele verboten werden sollen. Nur weil ich den Wolle mit der Schaufel hauen will. Weil Kinder wie du einfach nicht unterscheiden können zwischen Spiel und Realität. Ich kann unterscheiden. Ich mache es nur nicht. Das ist ein Unterschied, ob man es nicht kann oder nicht will. Das ist wie zum Beispiel, wir können dann auch arbeiten, aber wir wollen nicht. Sag sowas nicht. Hört das noch jemand? Wir könnten auch schon lange ein cooles Intro für den Kanal gemacht haben, aber wir wollen es nicht. Ich kann es nicht. Also. Hast du es versucht? Bock. Du willst doch nicht wirklich. Hast du es versucht? Du willst du denn, dass ich es versuche? Ja. Wir nutzen mir das auch, wenn ich das gemacht Nein. habe. Nein. Das wird von Scheiße, das nehmen wir bestimmt nicht. Du kannst doch sowas nicht. Ach, ehrlich. Mensch. Das sag ich. Das ist ja ein Ding. Kann sowas nicht. Wusste ich nicht. Das ist auch sowas. Kinder müssen gefördert werden. Wie werde ich gefördert? Ja, kannst du nicht. So, dankeschön. Das heißt Kinder. Ich bin ein Kind. Ich spiele Videospiele. Gut, mit der Batman-Mütze dachte ich mir schon immer, der Wollo, der ist jung geblieben. Ich bin jung geblieben, ne? Weißt du, was das Traurige ist? Was? Alle halten, also vom Optischen her, halten mich ja alle immer für den Ältesten. Die wissen doch gar nicht, wie du aussiehst. Ich meine, Leute, die es wissen. Sie sagen immer, ich sehe am ältesten aus. Und das ist traurig, weil ich bin von allen Leuten, die ich kenne, der Jüngste. Sogar Keggy ist älter als ich. Ja, Keggy ist... natürlich. Das sieht man aber auch nicht so richtig. Keggy sieht jünger aus als ich, oder? Ja. Bisschen? Wobei, du siehst schon ziemlich jung aus. Im Verhältnis, wenn man dann bedenkt, wie alt ich wirklich bin, ist das schon krass. Das ist schon krass. Mhm. Ich bin halt auch hübsch. Du musst wissen, der Wollo, jung. Der steuert straight auf die 40 zu. Ziemlich straight. Fuck it, ey. Man kann man ja auch umbringen. Wollen wir mal kurz was zum Spiel sagen? Scheiße, ich bin ein Idiot. Ja? Lass mal das Ja gelten. Ich glaube, es wäre nicht clever, wenn ich dieses Musiknotenzeug mitnehme. Das bringt ja nichts. Spiel. Stimmt. Das ist übrigens der gute Shovel Knight. Das ist ein 2D-Indie-Spielplattformer-Teil. Das ist seit neuestem. Gibt es übrigens seit neuestem auch für 3DS und Wii U. Das war ein Kickstarter. Wusstest du das? Ja, genau, war ein Kickstarter. Das ist im wundervollen Jahr 2014 rausgekommen. Und tatsächlich war es dieses Jahr so ziemlich eins meiner Lieblingsspiele. Ja, kann man so sagen. Wenn ich mal so drüber nachdenke, so viel Besseres war da, glaube ich, nicht. Weil das ist ein solides Ding. Sehr, sehr gut. Und auch die Musik. Die macht's halt auch so ein bisschen, ne? Die macht's schon sehr stark in diesem Spiel. Er ist ja auch so ein Typ, oder ich glaube, es war in dem Fall sogar eine Frau, die komponiert, lächerlich, die irgendwie auch bei Mega Man 2 was komponiert hat, hat er auch ein, zwei Lieder dazu gemacht. Und das merkt man auch. Ja, man merkt generell, ne? Wo die Wurzeln sind, sag ich mal. DuckTales. Ziemlich krass, DuckTales. Ja, DuckTales und Mega Man. Irgendwas habe ich mir letztens noch gedacht, wo das herkommt, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Oh, Castlevania. Genau! Könnte man vermuten, anhand des Sehnchens und dem Zeug, das in der Wand drin ist. Ja, genau, deswegen. Das war mein Gedanke.
Ist auf jeden Fall eine gute Mischung, da kann man nichts mit falsch machen. Und auch wenn ihr das Spiel jetzt insgesamt, wenn ihr das Video seht, ich glaube, am 28.11. fängt der Steam-Herbst-Sale an. Wenn ihr das Spiel seht, dann kauft es euch. Auf jeden Fall. Empfehlung. Klares Ding. Auch für die Wii U ruhig, ne? Wenn ihr ausgehungerte Wii U-User seid, dann greift auch dazu. Das ist, glaube ich, auf Deutsch. Das ist auf Deutsch, fuck, ja. Genau. Wir müssen das ja hier auf Englisch spielen und müssen es trotzdem noch verstehen. Es ist ziemlich einfach, schwer, weil, ne, ich bin halt noch, bin noch nicht so weit mit dem Englischen. Bin ich nicht. Der Wolle ist nicht nur vom Körper her noch ziemlich jung. Nee. Der lernt gerade noch. Bin auch im Kopf noch ziemlich jung. Ishi it, das S muss mit. Stimmt, das ist richtig. Ishi it, das S muss, oh, das waren noch gute Zeiten, ey. Wenn dir sowas beibringt, ne, das sind die guten Zeiten. Boah, wir haben sie bei dir in der Schule versucht, ihr Englisch schmackhaft zu machen. Weißt du, was sie bei uns gesagt haben? Haben gesagt, wir haben einfach Englisch gegeben. Hm, okay. Aber uns haben sie dann gesagt so, hey, also wenn ihr das dann, ihr dann Englisch könnt, die Lieder, die immer im Radio laufen, die könnt ihr dann verstehen. Ich dachte mir, boah, was? Das ist eine Lüge. Das ist eine eiskalte Lüge, finde ich. Weil, wenn wir mal ehrlich, die nuscheln und slangen sich da was zusammen. Naja, glaub ich, dass ich das verstehe. Ist nicht schön. Klare Aussprache, ganz wichtiges Thema. Und das auch im Englischen, bitte. Dankeschön. Ah, nicht zu klar, sonst klingt's seltsam. Vertraut mir. Ich weiß, wovon ich rede. Nee, insgesamt. Ja. Oh, fucking schwarzer Ritter. War jetzt nicht einer auf Scheiße hier. Bist du auch schon mit schwarzen Ritter? Nein. Ha! Ich bin einmal gestorben. Lache wie der Ritter. Ich bin einmal gestorben, Mock. Was? Ja. Ich hab auch noch ein halbes Leben. Wenn ich mich jetzt scheiße anstelle, sterbe ich auch. Oh Gott. Ich hab eigentlich, dachte ich, ne? Das wird ein leichtes Ding, gerade so als erste Level. Ist das eigentlich ein schweres Spiel? Würde man das als schweres Spiel gelten lassen oder eher? An sich, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn es. Ist halt so, da muss der Knoten platzen, damit du es kapierst. Dann sehe ich es nicht so schwer, vor allem die Bosse, die sind richtig leicht. Danach gibt es noch den Hard Mode. Ich glaube, da wird es relativ schwer, aber insgesamt ist jetzt nicht so leicht, aber. Es gibt einen Hard Mode? Klar. Denkst du? Hä? Ja, ist ja gut, dann ist ja gut, das will ich nicht machen. Ich gönne den auch nicht. Ja, dass du den nicht kannst, ist klar. Ich könnte natürlich versuchen, aber. Ich weiß nicht. Nein. Das sind große Worte von einem Mann, der am ersten Level gestorben ist. Es war einfach auch. Es war dieses eine Skelett, oder? Wo man auf die Plattform da hüpfen muss. Nee, ich wollte rüber zu dieser Musikseite, habe ich mir gedacht. Und weiß gar nicht, warum ich das machen wollte. Und da waren ich Stacheln. Auch, weil ich mich dagegen entschieden. Da waren Stacheln und da bin ich in die Stacheln gesprungen, weil ich den Sprung einfach verkackt habe. Der Wollo. Apropos der Wollo. Apropos, ja. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass aktuell der ein oder andere unter euch Donkey Kong Country Returns das 101 verfolgt, zwischen dem Bono Wizard LB und dem Cornelius von Cornell. Und da haben sie drüber geredet, dass der Cornell, oder da hat sich der Bono beschwert, dass der Cornell ein Typ ist, der immer zu spät ist. Wisst ihr, wie lange ich jetzt heute auf den Bono warten musste, bevor wir anfangen konnten? Nee, wie lange, Mock? Erzähl mal. 1,5 Stunden. Das ist ja ein Ding. Ja. Aber was man da wieder sagen muss, auf gute Dinge muss man halt auch mal warten. Das ist leider so. Ich hab gewartet und was sag ich jetzt davon? Jetzt sitzt du hier mit mir. Mit deinem Jugendidol und darfst Shovel Knight spielen. Das ist das klingt schon ziemlich super. Eigentlich ja, ne? Ich denke, da wartet man doch gerne. Nee, ich entschuldige mich da nochmal in aller Form. Nein, ich sag's nur. Passieren. Wenn ihr mal mit dem Volo redet und er sich beschwert, dass ihr zu spät seid, könnt ihr sagen, du bist später als wir alle anderen zusammen. Ich bin normalerweise der pünktlichste Mensch der Welt. Das ist schrecklich. Davon habe ich nichts gemerkt. Catcher! So wunderschön. Also diese Shield Knight, die ist so schön. Boah. Shield Knight? Ich finde die schön. Ja, was ist daran schön? Man sieht nichts. Man sieht nur einen roten Metallklumpen. Mock, du musst mal ein bisschen genauer gucken. Das ist ein Transformer. Hinter die Fassade. Das kann ich ja nicht. Wobei, vielleicht gibt's doch für einen Cheat. Ich hab den an. Hast du nicht den Nackt-Cheat, den Shield Knight Nackt-Cheat drin? Fuck!
Ich wollte übrigens, in dem Spiel gibt's tatsächlich, kann man sich ja verschiedene Namen geben und dann, ja, sind so kleine Spaß-Cheats und sowas aktiviert. Tatsächlich wollte ich eigentlich im Butt-Mode spielen. Im Butt-Mode? Was ist das? Ja, sind bei den ganzen Texten, werden dann alle als die bunt unterlegten Worte, das sind die wichtigen Worte, die werden dann durch das Wort Butt ersetzt. Der Arsch-Mode. Wollte ich eigentlich anmachen, hab dann nicht nachgeschaut, was das Passwort dafür ist. Das dann war's mir ja auch egal. Ja. Ich kriege mich auch gerade vor Lachen. Ich lol hier ein bisschen rum. Lol. Da lolen wir. Bis zum geht nicht mehr. Hast du Leute, die lol sagen? Holst du dir eigentlich, gehst du eigentlich zum Trupel oder Trupel King? Nö. Nö, ne? War ich auch in meinem normalen Spielverlauf nicht. Ich hatte da immer irgendeine Scheiß, wusste nicht, wie man es einsetzen kann. Ach so. Nee. Mir haben die Leute das ja damals gesagt, deswegen habe ich jetzt irgendwie so das Gefühl gehabt, ich müsste dahin. Schwachsinn. Ich habe mir den Kram dafür auch gekauft. Tatsächlich. Was? Du musst den Forellen bringen, die du angelst. Ich habe mir keine Angel gekauft. Nein, du brauchst doch erstmal. Du brauchst so ein Schälchen da, wo der was reinfüllen kann. Echt? Ja, ja. Musst du halt kaufen. Vielleicht hat mir das immer gefehlt. Das wird dir gefehlt haben, Mock. Und dann befüllt er das Teil. Wenn du ihm das zeigst. Dann sagt er sich, oh, das ist ja super. Oh. Mhm. Einmal macht alles Sinn. Verdammt. Ja. Ist eigentlich doch ein gutes Spiel gewesen, ne? Hätte man das gewusst. Ja. Da hätte ich doch gleich mal 4 von 5 Sternen gegeben. 4 Mock vergibt 4 von 5 Pilze nach oben. Super. Pilze nach oben. Das ist mein Bewertungssystem. Das wäre ein gutes Bewertungssystem. Wäre eigentlich ziemlich lustig. Einmal. Ich weiß nicht, gibt Bewertungssysteme, die sollte man einfach nicht machen. Und Bewertungssysteme, was man nicht machen soll, sind auf jeden Fall Sternchen. Oder Schulnoten. Die Schulnoten noch eher wie. Ja, 1 bis 100%. Keine Ahnung. Das ist auch ziemlich dumm. Weißt du, was das Dumme daran ist? Ich meine, du kennst ja das. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel da die Spielebewertungen immer. Das ist ja immer sowas. Ja, in der Regel so 8 von 10 oder 100%. Das ist ja so. Der Standard, aber weißt du, was das Problem daran ist? Niemand nutzt das Ganze aus. Ja. Ich meine, hast du schon mal ein Spiel gesehen, das weniger als 50 hatte? Natürlich. Welches? Weiß ich nicht. Bibi Blocksberg und das große Hexenbesenrennen zum Beispiel. Wird unter 50 gehabt haben. Es gibt immer mal Spiele unter 50. Nee, weil das sind dann halt solche Granaten. Ja, das ist dann immer noch 50. Und 50 ist eigentlich ist nicht so wenig. Für ein Videospiel schon. Ja, das stimmt. Das weiß ja jeder. Ne? Ja. Und ich habe übrigens meine OP-Waffe geholt, Wallo. Ach, Mock ist wieder so ein dummer Feuerballspieler. Deswegen hatte ich auch eigentlich keine Lust, mit ihm zu spielen. Weil ich das ganze Spiel ohne diesen Feuerball gespielt habe. Ja, und dann am Ende, bei den Bossen hast du nochmal verwendet, dann ist ja auch voll, oh, der ist ganz schön stark. Ich hoffe, ich finde den. Den findest du nicht, da musst du gezielt hingehen. Ist ja nicht schwer zu finden. Ja, weiß ich. Also, ich habe ja ein Probespiel gemacht, da hatte ich den Feuerball. Das kann ich dir erzählen. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass ich den gleich habe. Weil ich das ist ja schon wieder. Du brauchst 1000 Gold dafür. Ach, den gibt's bestimmt hier, wo ich mich einfach hinstellen muss, oder? Damit ich durch die Wand komme. Ach du Scheiße, du bist mir dicht auf den Fersen, das finde ich nicht gut. Bin ich nicht gut, der Wolle holt auf. Ja, genau, da ist das. Weiß ich doch, Mock. Weiß ich doch! Das Ding kann man ja gar nicht. Das Ding kann man nur wenig nicht übersehen. Wenn ich das übersehe, dann wäre das schon peinlich. Aha, kann ja sein, dass man denkt, oh, das ist nur wieder so eine blöde Musiknote. Die will ich nicht. Ich bin kein musikalischer Mensch. Ah! Bist du einer, eigentlich? Bist du auch so ein Kreativer? Singst du auch gerne? Hast du mich schon einmal singen gehört? Nein. Was dann für eine Frage? Scheiße, ich bin so schlecht. Das ist nicht wahr. Bin schon wieder gestorben. Also, so musikalischer, weil ein guter Spieler bist du schon mal nicht. Eigentlich bin ich ein ziemlich guter Spieler. Das ist jetzt hier nur ausnahmsweise mal schlecht. Ach, scheiß drauf. Scheiß auf das Geld. Bin ich ein guter... Scheiß auf das Geld, sagt Wollo. Natürlich. Der ist so reich, der hat's gar nicht mehr nötig. Der kann einfach sagen, scheiß auf das Geld. Mach ich tu doch. Mir die Villa einfach jetzt. Ja, so läuft das eigentlich in der Regel. aber jetzt mal ernsthaft. Musik. Nee. Nein. Ich höre auch kaum Musik. Ja, ich höre jetzt auch nicht viel Musik. Nee, nicht. Irgendwann aufgehört. Im Auto höre ich Musik, aber
Nur gedrungen. Ja, gut, im Auto, da führt auch kein Weg dran vorbei. Man halt, ne? Aber ich setze mich nicht so zu Hause hin und hör jetzt Musik schön. Ich glaube, auf diesen ich auch Gedanken komme ich ehrlich gesagt nicht. Cornel ist da, glaube ich, so ein Musikliebhaber. Cornel ist doch Musik. Das ist das erkennt man auch bei den Streams von den Leuten. Je nachdem, ob sie da Musik abspielen oder nicht. Cornel hat immer hier dieses neue Kram, ne, dieses neumodische, wo ich brechen muss. Und bei mir ist natürlich nur vom Feinsten, ne, ist klar. Nur mit der japanischen Ping-Pong-Musik? Oh, so gut! Morning Musume-Fans anwesend hier? Natürlich jede Menge. Meldet euch! Gib mir ein High Five! Ein Morning Musumiges High Five, bitte! Morning Musume ist kein Mann! Ja, ich habe auch gesagt, der Wollo. Ja, okay, dann ist es okay. Der ist auch kein Mann. Im Inneren zumindest nicht. Junge! Schon gut, Wollo, schon gut. Ja, gut. Ja, nee. Bei Mock läuft nie Musik. Der ist auch stolz drauf wahrscheinlich. Nee, insgesamt ist es aber auch, das finde ich für so Streams und so, es ist auch irgendwie, das ist immer so eine Sache, viele mögen dann viele Musik nicht und dann, nee, das ist dann alles zu kompliziert. Lass ich lieber gleich ganz aus. Finde ich bei Cornel dann auch immer schlimm, der macht das dann ja mitten im Stream, während der so ein Spiel spielt. Und wenn ich dann Xavier Naidoo dabei hören muss, während er das Spiel spielt, dann ist das für mich echt... Und nebenbei noch Bob Oms Battlefield im Hintergrund dudelt. Genau, der macht ja nicht, der lässt ja beides an. Es ist ja ganz klar, man lässt ja beides an, weil es ja beides schön. Und zusammen ein wahrer Genuss. das ist ja nun mal so. Und das kann ich dann halt nicht haben, deswegen mache ich es in der Regel nur am Anfang des Streams. So, wenn noch. Ja, wenn die Leute ankommen. Ja, wenn du noch keine Lust hast, was dazu zu sagen. Richtig. Anfang des Streams ist für mich, ich mache sowas auch nicht, deswegen Anfang des Streams ist für mich immer unglaublich unangenehm. Ja. Sitzt dann immer und sagt, ja, hi, schon da. Passt der Sound und so. Echt, cool. Das ist so kacke, ne? Das ist so kacke. Die Leute sind da alle und dann machst du irgendwann an und sagst, ja, moin. Und dann dauert es 2 Sekunden. Wie geht's euch? Mann, nee, Moment, dann warten wir jetzt noch ein bisschen, bis die Leute da sind und dann... Ja. Wie geht's euch? Das ist halt saudämlich. Dann lieber so ein schönes YouTube-Video, wo ich sage, willkommen! Ja. Weißt du, ja, super, dann sehen's die Leute dann auch. Ja. Oh, der zweite Boss ist so einfach. Das ist krass. Das ist der einfachste Boss überhaupt. Oh, ich wurde getroffen. Scheiße. Ja, natürlich wirst du getroffen von ihm, aber er tötet dich nicht. Du triffst ihn wesentlich öfter. Ich hab ihn down. Wo bist du eigentlich? Ich buddel gerade mein Lagerfeuer aus. Also, der Vorsprung könnte mehr sein. Wundert mich gerade, ich bin zweimal gestorben. Bist du eigentlich auch schon gestorben? Bin nicht einmal gestorben. Oh Mock, dann sei ja froh, dass ich immer sterbe, sonst wäre das ja... Ich bin doch gar nicht langsam unterwegs. Was ist denn los? Ja, ich gehe ab wie ein Zäpfchen, ne? Das ist ganz klar. Merk schon, das ist so ein... hast du dir in der Stadt auch schon deine Meal-Tickets geholt? Ja, sicher. Fuck! Also eins. Ja, ich hole gerade das zweite. Köstlich. Wobei mir der Typ da, der bereitet mir ein bisschen zu viel Fisch zu. Ach, wenn man sein Kram, glaube ich, vergisst, also man stirbt und dann lässt man sein Gold da drin liegen im Level, ne? Das kann man ja durchaus machen. Dann kommt so ein extra Typ hier auf die Karte und dann kannst du dir da dein Gold wiederholen, kann das sein? Nein, der Typ kommt immer. Der kommt immer? So. Ja. Okay, mach den gerade. Muss man ja auch nicht. Das, der Mock, der wird jetzt hier die ganze Zeit gar nichts machen. Und am Ende merkt er, oh Scheiße. Ja, mein Feuerball, Alter, und ich hol mir die fancy Rüstung. Ich brauch Meal-Tickets. Klare Sache. Also, du glaubst gar nicht, wie fancy die Rüstung ist. Gibt's auch verschiedene, ne? Nein, ich weiß nicht, was die alle bringen. Da gibt's echt nützliche... Doch, ich weiß schon, da gibt's echt nützliche Sachen. Und dann gibt's sogar noch so, was ich gar nicht wusste, als ich's gespielt habe. Es gibt auch noch die Möglichkeit, sich so einen zusätzlichen Move beibringen zu lassen. Okay. Na? Ey, das zweite Mietige, das ist ganz schön teuer. Ja, deswegen habe ich mir vorhin nur eins geholt. 500. Na, hast du die 4500 denn? Gerade. Echt? Ja. Da sieht man mal, der Wollo, da nagt er am Hungertuch. Ich bin vollgefressen im Gegensatz zu dir. Ich bin auch vollgefressen. Ich halte 6 Leben aus. Wir haben noch einen Döner im Wohnzimmer liegen.
auch. Echt jetzt? Ja. Mann. Der liegt aber schon den halben Tag da, also ist der nicht mehr so lecker. Ja, aber... Mmh, das Fladenbrot ist so richtig schön mit der Soße vollgesaugt. So, das liebe ich. Das finde ich gut. Echt? Ja. Ich mag das ja gar nicht. Was? Ist doch das Beste. Ja. Magst du das? Ich hatte auch nicht so viel Hunger. Ich habe irgendwie keine zwei Döner geschafft, weil es hat sich wieder so ergeben, dass ich die letzten Tage so gut wie gar nichts gegessen habe. Ist aber was ganz Neues. Ich glaube, in irgendeinem Part haben wir auch drüber gesprochen, über dich und deine Essgewohnheiten. Ja, und in letzter Zeit war es wieder schlimm. Sag mal, ist deine Mutter nicht langsam Sorgen um dich, dass du abmagerst? Aber das tust du ja nicht mal. Ja. Ich esse viele Süßigkeiten. Ja, dann ist ja alles gut. Mensch, wir das machen heißt, uns Sorgen immer. Ich habe keine Kraft, aber ich nehme auch nicht ab. Keine Kraft, das ist doch nicht das ab. Beste. Das ist gut. Das ist gut. Mach mal weiter so, Mock. Mach mal weiter so. Was mache ich? Hab ich mir gedacht. Irgendwann bin ich dann der Kampfkoloss. Kampfkoloss? Das kommt auch aus Simpsons, oder? Ach, Kampfkoloss! Kampfkoloss! Natürlich! Das ist mein Vorbild. Meins auch. Ja, normal. Ich eifere ihm nach. Wem sollte man sonst nacheifern? Gibt's nicht mehr keine viele Ahnung. Coole Leute. Dem Duffman. Der Duffman ist schon, das ist der Man. Na gut, dem eifere ich auch aktuell ein bisschen nach. Das ist auch nicht schlecht. Ja, alles gute Typen. Mhm. Wo bist du? Bist du jetzt auch schon hier bei Gruseligen? Hi. Ja. Ist auch Angst. Spreng gerade die Torso-Männer in die Luft. Du sprengst die Torso-Männer in die Luft. Mhm. Die kopflosen Läufer. Ach, wo vier Stück auf einmal sind? Mhm. Die mach ich gerade auch gerade tot. Was? Hab sie jetzt getötet. Ich geh jetzt Ach hoch. Du Scheiße! Und ich habe 2 Meal-Tickets gekauft. Was machst du denn, Mock? Verarschen oder was? Buddelst du auch die Teile aus? Welche Teile? Welche Teile? Die, wo Geld drin ist, Teile. Ja, klar. Hä? Du kannst den Knopf schnell hintereinander drücken, das weißt du, ne? Ja, das ist schon klar, aber... Ich hab auch nicht das Gefühl, dass ich so langsam spiele. So, und hier ist jetzt die Welt, in der ich nicht versuchen sollte, schnell zu sein. Also, weil... Gefährlich. Fuck. Oh Mann, Leute, warum ist der Wollo so schnell unterwegs? Das frage ich mich auch gerade. Das geht doch nicht! Ich das ist doch nicht möglich! Warum du so langsam bist? Oder verarsche mich? Du musst mich doch verarschen. Verarschen, Mann. Ja, weiß ich nicht. Das kann ja nicht sein. Ich habe auch noch kein letztes Mal den Feuerball benutzt. Ja, ich auch nicht wirklich. Das hier ist gefährlich, ey. Hier im Dunkeln, mit so einer Plattform, oder? Stacheln unter dir. Das ist nicht schön. Mhm. Das ist nicht schön, Mock. Das finde ich nicht gut. Ich ja tatsächlich auch nicht. Autsch. Sage ich nee. Ich sage nein zu bösen Stacheln und Plattformen. Ach, jetzt sehe ich gerade, was ich machen muss. Okay. Alles gut. Warum gehe ich jetzt eigentlich zu dem Chester? Chester. Ach so, doch, der ist gut. Das ist ein guter Chester. Den kann man mitnehmen. Was für ein Chester? Was für ein Chester? Der Typ in der Chest. Habe ich mir nicht geholt. Ich glaube, der kam bei dir auch noch nicht. Okay. Keine Ahnung. Fuck! Komme ich nicht mehr. Scheiße, da muss ich aber, glaube ich, hin. Ja, ja, doch, doch, doch. Da gibt's die Angel, oder? Nein. Ich. Fuck! Ich habe kein Problem, Wollo. Ich habe kein Problem. Nö, hör ich. Ach, der Läuft alles super. Ich bin bei ihm. Unbesiegbarkeit und so. Ja, die soll man mitnehmen. Das ist keine verkehrte Sache. 1000. Die kaufe ich. Bin ich begeistert. Und wie wir das alle zahle ich aus meiner Rentenkasse. Alle wissen, zeigt man das aus auch der sofort. Mit der sollte man immer bezahlen. Verdammte Rentenkasse, ey, das wird noch übel. Das wird noch ein übles Ding. Für uns alle, Wollo, für uns alle. Gott sei Dank. Bin ich der einzige Trottel, der am Ende doof dasteht. Die stehen alle doof da. Eine ganze Außer Generation. Die privat was angelegt haben. Eine ganze Generation am Arsch. Mhm. Das wird super. Und wir mittendrin. Hier mittendrin. Größentrolle. Oh, ich hab Angst vor meiner Zukunft. Ich will das nicht. Gut, dass ich noch so jung bin. Nee, solche Dinge noch ich bin doch noch ein Kind. Solche Dinge.
keine Gedanken machen. Ja, wenn es halt um die Rente geht, dann steht ja wohl nur da, ich bin doch noch ein Kind. Und das war auch früher so eine Sache für mich tatsächlich, wenn meine Eltern mir sagten, ja, dann musst du dich selber um so Sachen wie Versicherung und so kümmern und Autofahren. Ich hatte so eine Angst davor, mich um Versicherung und sowas zu kümmern. Also, man kümmert sich ja im Grunde nicht. Das ist halt aber auch so eine Sache. Passiert so von alleine, aber die Eltern, die stellen das so gruselig dar, als wenn das so eine richtig riesen Ding wäre und du denkst, oh mein Gott, das werde ich nie hinkriegen. Ja. Also das war bei mir nicht so. Hä? Ich bin gar nicht drauf vorbereitet, so wirklich. Ja, was gut, heißt vorbereitet? Halt, man macht das einfach so. Man will nicht erwachsen werden, aber... Ich finde, man wird aber auch erst dann wirklich erwachsen, wenn man dann die Wohnung selber zahlen muss und scheiße. Ja, das ist wahr. Wenn du mit der Mama im Stissel bist, da hast du keine Probleme. Deswegen bin ich auch noch ein Kind. Ich bin auch noch ein Kind. Ihr müsst wissen, liebe Kinder, auch ich sitze noch in meinem Kinderzimmer gerade und Mama lässt mir gerade die Badewanne ein. Deswegen müssen wir jetzt auch mal langsam zum Ende kommen, Mock. Fuck! Ich weiß gerade nicht, wie ich da rüberkommen soll. Ja, wir haben auch noch 4 Minuten übrigens. Hä? Wie muss ich das mit dem Busch hier machen, Wollo, und dem Geist? Mach ich hier gerade falsch? Ah, ja, fällt man durch den Boden. Genau, okay. Ich wollte dir gerade sagen, man fällt durch den Boden. Da bist du erst. Ja, da bin ich erst. Okay. Leck mich. Keine Zeit für deine Scheiße, Wollo. Also, ich bin auf das Gameplay echt gespannt. Muss ich jetzt mal sagen, weil ich wirklich mich frage, wie das denn sein kann. Fick dich! Nee, also, du bist in der ersten Welt gestorben. Ich bin auch in der zweiten Welt gestorben. Ich bin doch auch nur ein Kind. Ja, ich will's hoffen. Ich will zwar einiges erklären gerade. Ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der ging. Der war so leicht für mich, der Boss, als ich das mal gespielt habe. Aber jetzt. Oh, der Boss ist super. Er sieht erst zumindest richtig schön gemacht. Er sieht gut aus. Eine gute Animation am Stissel, der Boss. Scheiße. Okay, ich glaube aber... Oh Gott! Fuck, ich sehe nichts! Es ist echt dunkel, der Scheiß hier. Das ist schon krank. Krank ist das. Ach Leute, übrigens, wir haben auch für Leute, die das Spiel kennen, man hat ja immer die Checkpoints hier, bevor man, also je weiter man kommt. Und wenn wir den Part beenden, sofern wir nicht die Aufnahme beenden, dann darf man immer bei den Checkpoints weitermachen. Und nicht wieder komplett von vorne anfangen. Wobei es eigentlich sogar gehen würde, so lange sind die Level ja gar nicht. Ja, wobei, die werden noch länger. Ja. Ich glaube, wir lassen es noch bei der Regelung. Die Regelung war gut, wie sie ist. Das sage ich jetzt einfach mal so. Die Regelung ist grundsolide. Deswegen. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt aufhören zu spielen, Mock, wie ist das denn? Das bleibt doch nicht gespeichert, oder? Der Checkpoint? Ja. Glaube nicht. Na gut, da haben wir Würde Pech, mich zumindest ne? wundern. Kann der ja. Boss nicht. Mann, ich kann den Boss nicht, ich weiß nicht, wie ich den machen muss. Wieso weißt du nicht, wie du machen musst? Der ist halt ein bisschen langwierig. Ja, ich habe die Geduld gerade überhaupt nicht halt so. Wobei er also bist du dauernd. Gornel? Ich fühle mich gerade so. Jetzt weiß ich, wie der sich da immer fühlt. Aber er ist tot. Okay, alles gut. Fuck, ich glaube, ich schaff's zeitlich nicht mehr. Du hast noch über 1,5 Minuten. Alter, der Boss ist halt echt langwierig. Ich glaube, ich mach den gerade auch richtig dumm. Wenn du... Du kannst auch auf den Mann gehen, Mock, im Zweifelsfall, so als Tipp. Der kann dir eigentlich nicht so viel abziehen. Also auf den einen Treffer da. Kann man auch drei Treffer. Ja, wir mir gerade aber viel ab. Na gut, du schaffst das schon. Oh, Shit Knight, Alter. Oh, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Nur noch ein halbes Leben. Oh, fuck! Safer. Gott, Wollo. Hock. Fuck! Nicht dein Ernst. Er hatte noch einen Punkt. Das Leben ist hart. Schön, Knight! Ich hab dich doch. Sind wir jetzt bei 30 Minuten? Nö. Aber sofort. Jetzt bin ich nochmal zum Boss gegangen. Warum? Wenn du ich jetzt hab doch keine Zeit mehr für so einen Scheiß. Oh, ein Meal-Ticket! Ist ja einfach so drin. Nee. Wenn du willst, kannst du den Boss noch zu Ende machen, dann löse ich das Meal-Ticket eben ein. Ja, gut. Deal? Bin ich fair. Ist fair. Ich bin fairer. Weil wenn der Wollo eh noch was zu tun hat hier jetzt, dann ist das eine faire Geschichte. Eben.
Gebe ich das da in Ruhe ab? Alter, ich stelle mich jetzt gerade. Das ist nicht gut. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich stelle mich scheiße an. Du hast die volle Zeit, Mock. Kannst du es jetzt trotzdem scheiße an? Kannst du es jetzt machen? Und da, je mehr Zeit ich mir lasse, desto mehr kannst du auch noch machen. Ja, vielleicht level ich meine Magie auch noch kurz auf hier. Geht das denn? Ja, kann ich. 1500. Dann hätte ich gerne mehr Magie. Dankeschön, Frau. Der kann auch hier runter. Alter, ich verkacke jetzt nicht wirklich den Boss zweimal. Ich verkacke den Boss zweimal. Das gibt's doch nicht. Was mache ich hier? Ich habe noch nie gegen den Boss verloren. Ich glaube, es ist eher der Zeitdruck. Ich gehe zum Triple King. Alles gut. Alles gut. Ich lass mir mal mein Gläschen auffüllen. Das dauert ewig. Hallo, Trupel. Hallo. Na? Alles gut? Ja, ein bisschen. Fick dich, Forellenapfeltyp! Fucking Forelle! Fucking Forelle. Geht's zurück nach Japan? Essen in Japan überhaupt Forellen? Ich glaube nicht. Die essen eher Wal. Würde ich auch nicht nein sagen. Würdest du gern Wal probieren? Nee. Wenn du die Wahl hättest. Nein. Tatsächlich nicht. Ich mag sowieso keinen Fisch. Und ich glaube, also, was heißt, ich mag keinen Fisch, ich mag Fischstäbchen, ne? Logischerweise. Sieht man ja. Warum sagen das immer alle? Ich mag keinen Fisch, ich mag Fischstäbchen. Ja, ich mag halt. Fischstäbchen haben nichts mit Fisch zu tun. Na gut, dann mag ich keinen Fisch. So. Und ich glaube, dass Wal sehr, sehr fischig schmeckt. Hab ich so das Gefühl. Ich weiß nicht. Ich glaube, es hat eher was Fleischiges. Ja, aber Fischfleisch. Ja, man weiß es nicht. Ich müsste es mal sehen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie so ein Stück Wal auf dem Teller aussieht. Ich auch nicht, aber deswegen. Ich würde es mir gerne mal anschauen. Du willst alles probieren, ey. Du bist auch verrückt. Hat nichts mit verrückt zu tun. Ich bin neugierig. Neugieriger Typ. Da ist nichts falsch dran. Mhm. Ne? Ich meine, ein bisschen Neugier, der hat noch niemand geschadet. Nein. Oh, bestimmt schon. Der Wollo ist ja ein bisschen bi-neugierig. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Das ist gelogen, falls jetzt noch jemand denkt. Nein. Ganz schnell reagiert. Ganz schnell reagiert. Und Yappi tatsächlich jetzt sogar down. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wie du Schild Knight auffängst, brauchen wir ja nicht unbedingt auf Band haben. Vertrau dir mal, dass du das schaffst. Und sehen wir uns. Doch, egal, wenn ich es nicht schaffe. Beim nächsten Mal, oder? Ja. Na. Sein muss. Okay, so weit liege ich jetzt auch nicht hin. Das ist alles noch drin. Ciao.